Miau, 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 miau. Danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Hier ist meine Nemo Neko, meine Plüschkatze und auch direkt zum Thema. Es ist hier mal auch an der Zeit, euch das zu sagen. Und zwar ist eine neue Katze eingezogen, aber erstmal vorweg, es ist nicht hier bei uns im Haushalt eine neue Katze eingezogen, aber ich mache dieses Video, weil diese Katze auch einige Male jetzt wahrscheinlich in meinem Kanal vorkommt. Und zwar habe ich bei der Vermittlung geholfen, vor einigen Monaten. Also auch, als der Pedro praktisch wieder bei uns hier ein neues Heim gefunden hat, nachdem er so lange weg war, hat sich mein Vater, der Papa Wolf, den habt ihr ja auch schon mal in einigen Vlogs gesehen, als ich da war, hat sich dazu entschieden, auch eine Katze zu holen. Er hatte schon früher immer Katzen gehabt. Und er und seine Frau wollten gerne eine Katze haben, aber ich habe denen halt auch bei der Vermittlung geholfen. Nur das Problem war, sie wollten halt immer eine kleine Katze haben, also ein Kätzchen. Und bei Kätzchen, wie gesagt, beide sind berufstätig. Ist das eben halt so eine Sache, auch wenn man dann zwei Katzen wegen der Sozialisierung am besten dann zusammenhält. Und ich habe halt dann gesagt, ich helfe euch, die passende Katze zu finden. Ja, und habe dann eben halt bei der Vermittlung geholfen. Ich habe auch im Tierheim dann geguckt, weil es sollte dann, wenn noch eine eventuelle Einzelkatze sein, die sich auch mit dem Hund versteht, weil manchmal bin ich ja auch mit der Ara da. Und dann wollten sie auch rassetechnisch vielleicht dann norwegische Waldkatze, Maine Coon oder Perser oder... Ja, und das habe ich dann alles mal berücksichtigt und habe gefunden, was ich gesucht habe. Und zwar kann ich euch hier einmal anmelden, die Pearl vorstellen. Pearl ist so eine wunderschöne Katze. Pearl ist 4 Jahre alt, ein schönes Alter für Katzen, also nicht zu alt. Und als sie auch Pearl gesehen haben, haben sie sich verliebt, weil sie wollten ja ursprünglich ein Kätzchen. Aber für mich ist es so, man muss nicht immer ein junges Tier haben. Das sollte immer zur eigenen Berufssituation, Lebenssituation und auch zum Alter der Person selber passen. Und die Pearl ist eben halt 4 Jahre. Ist ein super schönes Tier, eine reinrassige Maine Coon, hat sich nicht mehr in ihrem vorherigen Leben und auch Haushalt, weil die da zur Abgabe stand, mit den Katzen, die da waren, verstanden. Und sie wurde auch immer halt separiert und ausgesperrt, weil sie wurde verprügelt, hat nicht mehr gefressen, war halt sehr gestresst und deswegen musste sie halt da abgegeben werden. Und jetzt hat sie ein wunderschönes Zuhause bei meinem Vater und dessen Frau und es ist so schön anzusehen, weil ich sag mal so, diese Katze ist so toll, dass ich mich sofort in sie verliebt habe und ich sag auch, ich habe mich so in diese Rasse verliebt, dass ich am liebsten selber später eine Maine Coon hätte. Aber mehr dazu in den kommenden Videos. Nur gesagt, es gibt eine neue Katze, die wir den Pearl sehr oft sehen. Also was heißt sehr oft, so oft wie ich dann da bin und wir filmen können. Dazu gibt es nächste Woche ein extra Katzen-Vlog, dann gibt es ein neues Pedro-Update, also eine Katzenwoche irgendwie. Zum Pedro-Update gibt es auch noch ein Review und zwar habt ihr das ja in meinem Vlog jetzt von letzter Woche, also von letzter Woche von heute gesehen, ist ja heute hochgeladen worden, wo ich dann eben halt auch einmal den Kratzbaum gezeigt habe, den wir dann bestellt haben, wo wir das auch bei Pearl aufbauen und das alles dann auch machen. Und das kommt eben halt nächste Woche. Also da kommt sehr viel von Katzen. Katzenfreunde werden sich freuen. Yay! Und das wollte ich auf jeden Fall in diesem Video sagen, dass ein neues Tier diesen Kanal bereichern wird. Zwar nicht so wie Pedro. Pedro natürlich öfter, weil ich hier auch besser dann filmen kann. Aber wie gesagt, ich freue mich total und es ist so schön, dass sie jetzt so ein tolles Zuhause gefunden hat und sie sich auch wohlfühlt. Ist ja auch wichtig für die Katze und es ist halt auch klasse, wenn man das halt so passend alles machen kann, weil es gibt einfach Tiere, die sind entweder Einzelgänger oder können sich in der Gruppe nicht vertragen oder vertragen sich nicht untereinander und es muss dann immer auch einheitlich auch stimmen. Aber das seht ihr alles in den nächsten Videos dann von mir. Miau. Und ich wollte dieses Infovideo schnell drehen, damit ich das gleich noch bearbeiten kann. Ich würde mich über ein Abo freuen, ihr könnt auf Facebook und Instagram bei mir auch vorbeischauen, da ist immer aktuell auch neue Bilder. Etc. pp. Und auch Infos, wenn mal irgendwas nicht klappt oder wenn mal was Neues ansteht, wie Events oder sonst was. Also dennoch, Like da lassen, würde mich freuen. Eure Pfötchen, Däumchen gedrückt und wir sehen uns einfach in den nächsten Videos. Auch nächste Woche mit ganz vielen Katzenvideos. Und das war's jetzt erstmal von mir. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Miau.